Hallo liebe Freundinnen und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wie immer am Flugplatz in Worms, denn heute mache ich einen Tagesausflug zusammen mit dem José. Der kommt gleich, dann machen wir Flugvorbereitung und checken den Flieger. Tja, welchen Flieger? Das ist das Besondere. Und zwar fliegen wir heute mit der Pristel B23. Und den Flieger stelle ich euch jetzt vor. Die Pristel B23 ist ein LSA mit 750 Kilogramm Maximum Takeoff Weight. Bei einem Leergewicht von gerade mal 435 Kilogramm kann man immer noch 315 Kilogramm zuladen. Das ist jede Menge. Die Tanks haben eine Kapazität von 60 Litern auf beiden Seiten. Mogas wird getankt. Kann man schön weit mitfliegen. Die Tragflächen haben eine Spannweite von 9,13 Metern und eine Fläche von 11,75 Quadratmetern. Angetrieben von einem Rotax 912 mit 100 PS und einem Dreiblatt-Mühlbauer-Verstellpropeller erreicht man im Horizontalflug bis zu 117 Knoten. Maximal zulässige Geschwindigkeit sind 156 Knoten. Abrissgeschwindigkeit ohne Klappen 48 Knoten. Abrissgeschwindigkeit bei Landekonfiguration 41 Knoten. Die Pristel hat ein gesteuertes Bugrad. Verbaut ist auch ein Rettungssystem von BRS. Das Cockpit mit Garmin-Glasinstrumenten hat eine Breite von 1,25 Metern. Da hat man schon Platz nebeneinander. Zugelassen ist der Flieger auch für Night VFR. Jetzt noch die letzte Frage. Was kostet so ein Flieger neu? 200.000 Euro. Ist doch was für die Portokasse, oder? Okay. Jetzt werden wir den Flieger gleich wieder vorbereiten, Flugvorbereitung machen und dann geht's los. Wir werden heute mehrere verschiedene Abschnitte fliegen. Zuerst nach Biberach, da fliegt der José. Dann von Biberach eine Runde um die Zugspitze nach Leutkirch, das werde ich fliegen. Dann von Leutkirch wahrscheinlich noch ein Zwischenstopp in Donaueschingen, so am Bodensee vorbei und dann zurück nach Worms. Also sehen wir uns gleich im Cockpit. Also, José, ich muss Weihnachten nachholen. Und zwar, du hast ein Lufttaxi für mich gespielt und deswegen habe ich nach deiner Adresse gefragt. Aber schau mal, das kam irgendwie nicht an. Das ist aber so. Das ist genau die richtige Adresse. Ja, die haben es an die Gepäckstation gelegt. Aber es wurde nie abgeholt. Ja, aber trotzdem ist hier komisch, da steht drauf, Sendung entspricht nicht den Versandbedingungen. Kapiere ich nicht. Okay, also steht eindeutig, die Adresse ist die Adresse stimmt. Alles stimmt. Dann wurde es in die Packstation gelegt und zurück an mich, weil... Sendung entspricht nicht den Versandbedingungen. Aber wahrscheinlich war das so, dass die hergegangen sind, die haben ja keinen Paketschein reingelegt. Ja, das hätte ich ja gesagt, weil die Paketstation Freudenberg, das ist der Parkplatz, da laufe ich jeden Tag dran vorbei, da holt auch unser Sohn manchmal Dinger, aber die machen keinen Paketschein. Die klingeln, dann ist keiner da und dann gehen die. Ja, das ist, oh cool, was ist denn das? Ja, wenn wir auspacken, habt ihr dann das. Das finde ich ja echt cool. Zum Aufschneiden. Cool. Ja, hast du... Siehst du, das ist nämlich... deswegen hast du nach der Adresse gefragt. Ich liege jetzt schon die ganze Zeit bei mir zu Hause und dachte, okay, dann gebe ich es ihm halt persönlich, wenn er wieder kommt. Ey, wie cool ist das? Also wir holen jetzt gerade Weihnachten nach. Lieber José, ich wünsche dir und deiner Familie ein frohes Weihnachtsfest. Und gut im Jahr, wir machen 22 draus. Ich hoffe, wir werden zusammen wieder fliegen. Als Dankeschön für den Luftfahrttaxi neulich. Anbei ein kleiner Aufmerksamkeit. Lass dir die heiße Schokolade schmecken, bleib gesund. Uli, vielen herzlichen Dank. Zeige mal. Also, was haben wir? Weihnachtsmenschen. Ein Schneemann. Ein Schneemann. Ist immer noch Winter. Und ich vermute eine Tasse. Ja, sage mal. Vielen herzlichen Dank, Uli. Finde ich cool. Pack's jetzt ein und kannst zu Hause mal eine schöne heiße Schokolade. Uli, was ist das? Ah. Sage mal. Uli.
Ja. Wir sind jetzt hier in Biberach an der Riss auf dem Flugplatz. Das nächste Leck fliege ich. Wir fliegen nach Leutkirch, machen aber eine Runde um die Zugspitze. Wetter ist heute wieder super. Alles Charlie, alles blau. Ist doch geil, oder Jose? Das ist super geil, ja. Also sehen wir uns gleich im Cockpit. Jetzt kann ich euch loslegen. Es wird warm, gell? Lass mal den Propeller anlassen. So, Parkbremse ist gesetzt. Master Switch on. Strobe on. PFD an und bereit. Aber ich mache schon mal die Benzinpumpe an. Ich warte, bis es da ist. So, Benzinpumpe an. Tank ist links. Propellerverstellhebel Max. Warm. Motor ist warm. Gas 5 mm, kein Choke. Dann Propeller ist frei. Prop clear. Prop clear. Prop clear. So, Spannung prüfen. 11 Volt. Hallo. 12. Jetzt machst du Alt 1 hoch. Alt 1 ein. Okay, geht hoch die Spannung. Genau. 2 hoch. Genau. Dann muss es auf 13,8 bis 14 gehen. 13,8. Jawohl. Ja. Genau. Jetzt machst du den EFIS an. Nee, da in der Mitte. Da. EFIS. Ganz genau. Steht hier genau. Und die Lichter nach Bedarf. Gut. Wieso geht er nicht an? So, jetzt geht er an. Moment. Lichter nach Bedarf und dann Radio Contact mit ATC. Biberach Info, die Delta Echo Alpha Sierra X-Ray. Delta Echo Alpha Sierra X-Ray, Biberach Info, hallo nochmal. Hallo, zwei Personen nach Leutkirch. Wir rollen auch zur 04. Können wir dann auch über die Piste rollen oder müssen wir Gras? Nee, ganz im Gegenteil. Ich würde sogar dringend abraten vom Rollen im Gras, weil das zu weich ist. Nein, von daher gesehen schlage ich Ihnen auch vor, sich links herum zu drehen und dann hinter dem bereits wartenden Luftfahrzeug einzureihen. Alles klar, so machen wir es. Ja, extrem. Ja, jetzt auch herzlich willkommen aus dem Cockpit. Ich habe leider nicht mein Bose auf. Das hängt zu Hause an meinem PC, weil ich damit Flugsimulator fliege. Ja, habe es vergessen einzupacken. Jetzt habe ich mir von der Flugschule hier so ein altes Sennheiser ausgeliehen. Oh Gott, ich doch das Bose vermisse. Ist das ein Einsitzer? Ne, ist auch ein Zweisitzer, ne? Da steht es hintereinander. Zweisitzer. Trennung Delta Echo Alpha Sierra X-Ray. Frage, möchten Sie auch ja, oder mach mal. Zur Piste 2.2 abfliegen? Ja, machen wir auch so. Sierra X-Ray. Okay, dann Öltemperatur. Delta Echo Alpha Sierra X-Ray. Ist okay. Dann können Sie auch vorrollen zum Abflugpunkt für so. Die Piste 2.2. Wir sind gleich soweit. Gut. Dann jetzt auf 4000. 4000. Jawohl. Rechter Magnet, beide. Linker Magnet, beide. Vergaserfahrpunkt zuerst? Ja. Okay, geht minimal runter. Propeller dreimal zurück. Einmal? Viermal zurück. Echo Delta Bravo. Nee, du brauchst, wenn wir es schon mal gemacht haben, reichen zwei, dreimal. Okay, dann machen wir noch ein zweites Mal. Okay, jetzt immer noch. Gas wieder auf 2000 Umdrehungen. Vollerer Tank, ja. Eigentlich links, ne? Links, ja. Gut. Kilo, Kilo, verlässt dann die Platzrunde. Dann Höhenmesser einstellen. Ich bedanke mich für den Service. Net for Field. Der Kilo, Kilo. Abflugzeit war 5,5. Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg. Stimmungen sind neutral, ja. 5,5, danke schön. Motoren zumindest alle im grünen Bereich. Ja, alles im grünen Bereich. Labs. Die Delta Romeo Lima. Die kommt noch. Vorne Halle 3. Also okay, okay Landestandwerfer an. Richtung 04 Backtrack machen. Ich weiß nicht, wie lange die Maschine noch braucht, bis sie die Startvorbereitungen fertig hat. 10 Sekunden. Okay, dann warte ich noch. Autopilot ist aus. Transponder auf Altitude. Die Sierra X-Ray rollt auf Piste 2.2 und startet. Delta Sierra X-Ray, Biberach Info, Windinformation 040 Grad mit 5 Knoten. Okay,
Heading. Gut. Alles gut. Los geht's. So, 45 Knoten rotieren. Nicht so viel, Uli. Wir haben Rückenwind. Und weiter nach rechts, Uli. Weiter nach rechts. Okay. Nicht zu viel. Du bist. Das ist bei der hier noch ganz leicht. Du okay. bist von der Cessna gewöhnt, ne, oder? Da musst du ziehen wie ein Ochs. Perfekt. Kann ich links rumdrehen oder rechts rumdrehen weg? Ich würde links rumdrehen, okay. Aber ich würde noch warten. Ja, jetzt sag. Ist alles okay. So, ich würde wegdrehen jetzt. Ja, die haben so eine Abfluglinie wegen Ohrwinkel. Guck hier. Wegen Lärmschutz. Ja, dann macht das so. So, nimm die Leistungsspitze raus. Dass er nicht mehr im roten ist, im gelben Bereich, nimm die Leistungsspitze raus. Weiter. Meinst du Propeller zurück? Das sowieso. Achtung, ich mach das mal. So, da gehen wir ein bisschen weiter hin. Und ab. So, Uli. Ja, die fühlt sich schon ein bisschen anders an, ne? Auf jeden Fall. Naja, ich bin's nämlich auch von der C-152, wenn du da nicht siehst, die kommt dann von der Bahn weg, ja? So, was ist jetzt die optimale Drehzahleinstellung? 4800? 4800? Jawohl, 5. Ne, mach mal erstmal 4800. Du musst Gas, hast du zu viel runtergenommen, musst auf 26. Ja, aber in der Höhe würde ich auf 25 stellen. Du bist ja eh wahrscheinlich schon ganz vorne. Würde ich auf 24, 25, das reicht. Und auf 4,8. Ich komm nicht rein bei Lange, da ist so viel los. Bist du jetzt Autopilot machen? Tut um die Höhe zu halten, ja. Erstmal. Ich sollte lieber selber fliegen. Du hast die Höhe ja gar nicht eingestellt, dann hält er die Höhe auch nicht. Doch, wo ich gerade bin, hält er da. Wenn du einfach nur Level drückst, dann hält er da, wo du gerade bist. Das hält er. Wo Level? Wenn du hier auf Level drückst, dann hält er das, wo du gerade bist. Naschen die jetzt an? Nein, ich hab mal aus. So, wenn ich jetzt Level drück, dann hält der Kurs an Höhe. Die Kamera schon wieder. Das muss ich lassen jetzt. Jetzt lass ich es ja. Lange Information, Delta. Echo Alpha Sierra X-Ray. Delta Echo Alpha Sierra X-Ray, lange. Delta Echo Alpha Sierra X-Ray, eine Pristel B23. Gerade in Biberach gestartet auf dem VR-Flug nach Leutjes. Wir fliegen einmal um die Zugspitze herum. Bitte um Verkehrsinformation. Wir sind zurzeit in 4800 Fuß. Delta Echo Alpha Sierra X-Ray verstanden und ich sehe Sie, Squawk 4452, QNH 1018. 4452-1018, Sierra X-Ray. Ah, jetzt muss ich Ding anstellen, 1013, wir sind über 5000. Dann Set to Standard, Enter. Flight Level 55. Dieses kleine Ding ist Neuschwanstein. Bist du sicher, dass das Neuschwanstein? Wir sind zu hoch. So, Loli, jetzt kommen wir drüber. Ja, die Zugspitze selbst ist auf 9718 Fuß. Da müssen wir noch ein bisschen steigen. Ja, aber ich. Mehr als 200 Fuß ist da drin. Pro Minute, ne?
glaube, das ist die maximale Höhe, liegt eh bei 10.000 bei der hier. Wir haben eine 2.4 und eine 0.6. Leicht zu merken. Ja, gut. Das ist übrigens Captain, ne? Da muss er hier wohl der Platz sein. Okay, links, wenn... Die Delta Echo Alpha Sierra X-Ray, er bitte verlassen der Frequenz zum Rufen von Lötzsch. Hallo, Sierra X-Ray aus Quark 7000, ciao. Quark 7000, ciao. Leutkirch hat den Kanal 122.880. Genau. Leutkirch, Info Delta, Echo Alpha Sierra X-Ray. Echo Alpha Sierra X-Ray, hallo. Echo Alpha Sierra X-Ray, zwei Personen aus Biberach. Wir sind 5 Minuten südöstlich vom Platz zur Landung. Okay, Sierra X-Ray, wir haben einen Piste 06 im Betrieb. Piste 06, Sierra X-Ray. Ja, aber die Platzrundhöhe ist 2.800 Fuß, ja. Das liegt hin am Bergchen. Siehst du das Grüne hier? Ja. Auf der anderen Seite liegt es. Von der Umdrehungszahl bist du schon richtig, ja? Also Main Full Pressure bist du schon bei 20. Umdrehungshalb Propeller lassen, Main Full Pressure eventuell etwas runternehmen. So, jetzt wirst du gleich hier in den Gegenanflug gehen. Jetzt guck mal ein bisschen, dass hier nichts ist. Jawohl, und der Platz ist wahrscheinlich dahin. Ich stehe da vorne, oder? Ich kann Uniform stehen bleiben. So. Sierra X-Ray dreht ein rechter Gegenanflug 06. So, jetzt Propeller vor. Komplett vor. Bisschen niedriger. Ist okay, ist okay. So, Achtung. Ich mach dir die erste Klappe rein, ja? Ja, danke. Sierra X-Ray dreht ein, rechter Querflug 06. Okay, Sierra X-Ray, unser Wind auf die Bahn mit 8 Knoten. So, zweite Klappenstufe. Sierra X-Ray, Endanflug 06.
zu hoch, Uli, zu hoch. Und 10, 10, 10, 10. Okay, war nicht so schön. Der macht ja nichts. Macht nichts. So, okay. Landing light off. Full switch off. Carburetor den off. Wing flaps retract. Transponder standby. Ja. Dann Propeller control. Fine pitch. Fully forward. Ja. Throttle auf idle. Ja. So, die Instrumente ist alles okay. Okay. Avionics off. Avionics off. Dann Zündung aus. Ignition off. Off. Remove the key. Remove the key. Alt 1 und 2 aus. Ja. F ist aus. F ist aus. Lights aus. Master Lights Switch aus. Alter! Herzlich willkommen in Leutkirch. Ey, das war ja heute mal wieder. Das war ja heute mal wieder eine Geschichte. Schauen wir uns auch hier mal um. Also der Flugplatz ist außerhalb und hier hat nichts außenrum. Ja, also zu Fuß ist unbedingt nicht in nächster Nähe etwas zu erreichen. Ein Sportplatz mit Sportlerheim, aber natürlich während Corona alles zu. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Aber es ist schon trotz allem, es ist wirklich ein schöner Platz, ja. Hier in diesem Eingangsbereich. Die Leute sammeln sich. Wir stehen wieder am Rollhalt in Leutkirch und hier ist jede Menge los. Also ich war auf dem Turm oben, der Flugleiter hat viel zu tun. Anfliegender Verkehr, abfliegender Verkehr, bezahlender Verkehr, tankender Verkehr, Vorfeldverkehr, also motzender Verkehr. Ja, motzender Verkehr, alles da. Ja, es ist auf dem Turm immer noch wegen Corona. Nur einzeln eintreten, nur mit Maske eintreten, nur mit Kartenzahlung ist möglich. Ja, da wäre wieder Aero-PS eine Möglichkeit. Naja, wir stehen hier am Rollhalt von der Piste 06 in Leutkirch und warten, dass wir rauskommen. Unser Plan ist jetzt noch einen Zwischenstopp in Donau-Eschingen zu machen, wenn es klappt. Und noch ein Midfield-Crossing in Friedrichshafen zwischendrin zu machen. Schauen wir mal, ob das klappt. So, gleich noch mehr. Das war's mit dem Flugplatz Leutkirch-Unterzeil, Echo Delta November Lima. Ganz interessant, der Flugplatz gehört einem Fürsten, und zwar dem Fürst von Waldburg-Zeil. Ja, also Adelige betreiben diesen Flugplatz. Der wurde am 2. Juli 1955 eröffnet. Der erste Flug fand um 17 Uhr statt und wurde vom Fürst selbst geflogen, der Georg Waldburg zu Zeil. So, was gibt's noch zu sagen? 2005 haben sie einen neuen Turm bekommen. Ja, wir haben uns halt umgesehen. Gibt leider nichts. Kein Kaffee, keine Getränke. Corona ist geschuldet. Eigentlich jetzt eine kleine Kneipe am Platz, aber die hatte zu. Immerhin gab es eine Toilette. Wollten wir schnell die Blase leeren. Wir fliegen jetzt über Donau-Eschingen zurück nach Worms. Versuchen noch ein Midfield-Crossing in Friedrichshafen zu machen. Genießen noch ein bisschen den Flug. Bis zum nächsten Mal, euer Uli. Ciao. Jetzt kommen noch ein paar Bilder hinterher. Thank you.
Thank you.